Na, ich freue mich, dass du dir mit mir zusammen Graveyard Keeper anschauen möchtest. Wie immer wird das Tutorial gespielt und wie immer habe ich die Musik auf 10% gestellt, damit ich nicht mit Urheberrechtsansprüchen mich rumschlagen muss, die bei YouTube oder manchmal auch bei Twitch auftreten. Gehen wir mal rein und gucken mal, was uns das Spiel bietet. Neues Spiel, jawohl. Passt ja auch zu Hallo, wen meinst du? Gut, das kann man alles gut lesen. Ja. Boah, was für ein Wetter. Wasserdichtes Handy hat er auch. Was ist ein Ding? Was ist passiert? Wo sind alle? Wahrscheinlich muss ich jetzt klicken. Nee, doch nicht. Du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist ein Friedhofswärter. Er will zu seiner Frau, verstehe ich auch. Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus, er wird dir helfen, dich hier einzunehmen. Ja denn, wer? Was für eine merkwürdige Vision, was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. Neue Aufgabe. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich hier klicken. Oder auch nicht. Ich muss mal gucken, ob das mit Controller vielleicht ist. Warte mal. Ja! Ja, das ist ja schön. Da freue ich mich. Verlassen. Also Xbox 360 Controller funktioniert. Das ist also meine neue Arbeitsstätte. Sogar mit Herzhausen. Und die Halloween-Gesichter sind auch da. Y. Ach so, gedrückt halten. Ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Diese Sprache. Das war, glaube ich, zuletzt bei Yooka Laylee oder so. Die hatten im ersten Teil auch so furchtbar. Wie hast du mich gefunden? Er will wissen, wo wir hier sind. Das ist einfach nicht wahr. Du bist der neue Friedhofswärter. Mal sehen. An dieses Geräusch schauen wir mal nach. Na. Alles ist so merkwürdig. Sonst bekommt das arme Ding noch Angst. Ach, das muss ich da hinten hin. Und ein Esel. Das können wir gleich machen. Ah. Hab eine frische Leiche aus der Stadt. Wow, ein sprechender Esel. Du kannst mich verstehen, ja. Und halten wir uns. Wer bist du? Ja, musst du das Kapitalistenschwein arbeiten. 5 Karotten am Tag, das ist allerdings für einen großen Esel. Und ich bringe dir eine neue. Was ist das nur für ein seltsames Land? So, jetzt liegt die Leiche da. Aha. Krieg ich jetzt Antworten? Bra 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 b
Ja, benutze A, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Okay. Leg die Leiche auf den Soziertisch, da es hier nur einen gibt. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause Vorbereitungsplatz. Pritsche und entfernen Fleisch. Ach Gott. Ja. Leiche in dem Fleisch. Arbeitszimmer nicht beendet. Gefertigt ein Vorbereitungsplatz. So, und jetzt unbekanntes Körperteil. Das Arbeitszimmer nicht beendet. Gefertigt an. Ja, und jetzt A. B, oder? A. Doch, muss ich ja wohl, ne? Y. Ach, gedrückt halten. Burger, nein! Sandwich, gebratenes Fleisch, nee! Ja, genau. Wo ist denn der Eingang? Ach da. Da ist er. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof. Markiere eine Grabstätte und ergrabe sie mit deiner Schaufel. Trage die Leiche, da was von der Schaufel dazu und dekoriere. Achtung, keine Ziegenschädel oder komische Sternform aus der Dekoration verwenden. Also, erstmal den Planungstisch. Jetzt habe ich eine rustige Schaufel. Grabstätte. Ach, jetzt soll ich sagen, wo? Da können wir doch die Grabstätte bauen. Jetzt muss ich doch die Leiche da erstmal hinpacken, oder nicht? Y. Okay. Minus 2, was heißt das? Bestatten und wieder. Aha. Plopp. Gut gemacht. Aber ich muss noch ein Blumenbild drauf machen. Das ist dein Boss. Gott, nee. Für Kinder ist das wahrscheinlich was, aber das Thema nicht. Stein, Torf und ich habe Y gedrückt für Information. Rote Blume, okay.
Ach, das ist doch daneben die Symbole, ja, okay. Derzeitiger Ort, wichtige Informationen zum Ort, Qualität des Friedhofs, Ansehen der Kirche und so weiter. Repariere Gräber, um die Qualität zu erhöhen. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Ach, deswegen war auch eben das minus 2 da. Ah, ja. Holzmarkierung. Oh, hey. Kann man befördert werden? Ein geistiger Führer. Das hätten Sie gerne vertonen dürfen, ne? Wäre vielleicht noch lustiger, ne? In der Truhe. Das kann ich. So, repariere. Da haben wir doch schon nachgefragt, aber vielleicht war es ja noch mehr. Aha, jetzt gibt es Tutorial, Technologien. Bevor ich das lese, muss ich erstmal einen kleinen Schluck schwarzen Tee trinken. Technologie freischalten, das kennen wir doch, ne? Tech-Punkte. Technologiebaum. Rote Punkte. Okay. Blaupause, Steinvorrat und sammeln Feldstein. Ah ja. Neue Technologie, Holzstapel, kleine Bäume fällen, Stöckchen. So, das ist jetzt also die Technologie hier. Wow. Gut, das muss ich jetzt hier machen. Sägen. Ah. Was könnte ich denn auch noch? Das Konzept von Stein. Habe ich denn noch Punkte? Blaupause herstellen, herstellen Holzscheit. Kann ich nicht freischalten. Okay, ist ausgegraut. Aber ich kann da oben noch lang laufen. Theologie. Grabplatte, einfache Grabsteine. Dazu muss ich wahrscheinlich dann erstmal was anfertigen. Bücher schreiben, Landwirtschaft und Natur, Schmiedekunst. Irgendwie habe ich es mit Schmiedekunst. Bauen und Handwerk, da waren wir ja gerade. Und Kochkunst, Fleischfiesta. Hurra! So. Ja,
NPCs, Episkop. Karte, aha. Da ist zu Hause, da ist Leichenhalle, da ist alter Friedhof. Okay. Charakter, Bestattungsurkunde. Fleisch, Arbeitszimmer, nicht beendet. Kiste. Kann ich das jetzt irgendwo ablegen? Nee. Ah, auch nicht. Das scheint so jetzt erstmal nicht zu gehen. Technologien, NPCs und Karte. Charakter. Ich habe nur die Schaufel da jetzt. Und mit A kann ich jetzt nichts benutzen. Dann gehen wir da erstmal raus. Es ist anscheinend noch nicht vorgesehen. So, jetzt soll ich irgendwo. Aha. Gut, schließen. Grabstätte, Blumenbild kann ich noch nicht. Ich muss erstmal sammeln jetzt. So wirst du jetzt geführt. Und dann sagt er, hey, du hast ja eine Bestattungsurkunde nicht dabei. Naja, aber bei dem Tutorial kann man ja nicht viel falsch machen. So. Es sei denn, man heißt Operazzi. Gleich bin ich wieder vorne. Was? Jetzt gehen wir ins Dorf. Weizenfarm. Mann. Ich war ganz schön aus Atem. Das Dorf. Da sag mal Dorf. Hopp, hopp, hopp. Ah. Dead Horse. Das ist die Kneipe. Zum toten Horst. I'm here. I'm here. Ja. I'm here. I'm here. Take care. I'm here. Rezepte verkaufen. Ah, wichtiger Hinweis. Hat er jetzt Geld gekriegt? Habe ich nicht so schnell mitgekriegt. Finde einen Stempel. Schlange. Schlange hier. Tolo, 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 t
Jeden. Ruhestein, Fleischpaket, Traubentorte, ein Humpen Bier, ein Zombie-Brauerei. 5,18, 5,24. Kosten beide 5. Dann ist das ja günstiger, ne? Aber kann ich mir nicht leisten. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich X gedrückt und? Das ist er wohl nicht. Finde ich denn jetzt diesen Schmied? Schmied Linsky. Da nicht. Ah, das könnte da sein, ne? Was? Ich glaube, ich bin der Siedlungswetter hier. Jawohl, so läuft noch alles. Jo, gut. So, Tutorial Energie. Schlafen. Das ist noch gesperrt. Okay.
Oh, fertig oder nicht? Arbeitszimmer nicht beendet, was heißt das? Ich will irgendwas noch nicht so richtig fertig gebracht. Ich habe ja eine Schaufel, meine ich, ne? Ja. So, jetzt soll ich hier die Schleime umhauen. Grüner Schleim. Grüner Wackelpudding und roter. Eisenbahn, da muss ich den Wirt ja auch noch mal fragen. Der war ja auch sowas mit dem Schloss Eisenbarren. Was hast du hier? Okay. Dann gehen wir mal jetzt wieder. Dann gehen wir mal wieder nach die Kneipe hin, ne? Ach so, ich wollte ja gucken, ob ich jetzt Inventar habe. Ja, zurück. War das der falsche Knopf? Der war das hier. Ich habe einen Schleifstein, ich habe das und ich habe aber kein Bier. Das ist übelst. Nicht jetzt, mein Sohn. Der kommt aus der Kneipe bestimmt. Aufgabe beendet, aha. Keine Fragen. Dass ich verschwinden soll. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet als Friedhofswärter. So, Journalist, na denn. Gib ihm die Tinte.
0 von 1, Papier 0 von 1. Ja. Vielleicht kommt sie auch da drin vor. So, wer ist das hier? Nicht für mich bestimmt. Auch nicht. Auch nicht. Los. Aber nicht jetzt, okay. Auch nicht. Heißt das, meine Energie ist schon so weit weg jetzt? Der blaue Balken, da muss ich jetzt Bubu machen, ne? Schnell nach Hause. Geht nicht schneller, okay. Da ist gesperrt, da geht er zur Stadt. Bestimmt. So. Sammelbar. Pilz, Beere, Apfel. Okay. Beerentörtchen. Oh. Teig, Gebäckteig und Brot. Wo war denn jetzt mein Zuhause da, ne? Gehen wir da erstmal rein. So, jetzt muss ich Arbeitszimmer hier eintreten. Ah, das ist jetzt der Keller. Irgendwann komme ich durch. Aha, da brauche ich. Mach den Weg frei. Aha. Y. Holzkeil, Holzplanke und Eisenstücke. Okay. Da habe ich genug von. 5 von 4 bei den Eisenstücken. Was ist das jetzt hier? Y. Brauche eine Axt. Mehl. Nochmal. Nochmal.
Okay. Mal sehen, was ich hier machen kann. Bauen. Kiste. Aha. So, mehr ist jetzt hier nicht zu machen. Hat er noch was zu öffnen? Ja. Ah, Rezept einfach und lecker. Okay, nehmen. Das ist ein bisschen doof, dass da jetzt nicht zu sehen ist, ne? Objekte zum Anfertigen auswählen. Teig 15 von 2. Wasser habe ich noch nicht. Aha. Ja, das wird also immer klarer. Öffnen. Truhe, nichts drin, aber da könnte ich jetzt was reinpacken quasi, ne? Was habe ich denn hier? Energietrank. Ja. Und das Bier ist ja auch da. Das meinte ich doch. Aber ich muss jetzt erstmal. Schlafen. So. Wow. Ach, oben da links, der Balken, der steigt. Das ist wohl die Energie, die ich habe, ne? Bling. Er fühlt sich so erfrischt. Das alte. Rechts unten. Schmeiß ihn in den Fluss. Ah, die Erlaubnis. Exhumierungserlaubnis. Immer im Briefkasten bei der Kirche gemacht. Also da muss ich da dann auch noch mal hin. So, was ist hier? Komme ich noch nicht ran, ne? Oder? So, öffnen. Nichts drin. Was können wir hier machen? Bauinterface. Aha. Okay. Jetzt kann ich also hier was machen, wenn ich die Teile hätte. Okay. Gucken wir mal, was hier ist. Platz für Holzscheite. Platz für Steine. Garten und entfernen. Aber hier, Wasser. Eimer mit sauberem Wasser. Hurra! Ich kann gleich kochen. Beschlagnahmt. Oh, oh. Grundstück beanspruchen. Lesen. Aha. Kann ich nicht beanspruchen. So, okay. Also verlassen. Gut. Soll ich ja irgendein ausbrüllen hier, ne? Was haben wir denn hier nochmal? Was kann ich hier fertigen? Fix the corpse hatch. Outside. brauche ich Stein. Muss ich erstmal gucken, wie ich denn überhaupt an Stein komme. Autopsie kann ich ja jetzt nicht machen. Mal gucken, was hier geht. Ah, reparieren.
Tisch reparieren, brauche ich auch Holz. Da muss ich erstmal zum Bäumefällen rausgehen. Und hier ist auch alles kaputt. Ja, brauche ich jede Menge Holz. Also. Bibliothek. Kirche. Dein Weinkeller. Aha. Blödsinn. Wein, ich muss ja Wein haben. Hol dir eine Flasche Wein. Aha, da krieg ich. Ja, woher weiß ich jetzt, dass das jetzt die Geschichte ist, die gemeint war, ne? So. Kann ich noch nicht freischalten. Naja, gut. Also da kann man auch mit dem linken Knöppel kann man hier weiter grölen. Küchengarten, das ist also der Küchengarten. Ah ja. So. Was kann ich hier bauen? Blumenbeet. Ich brauche unbedingt Steinblumen und so weiter, ne? Das ist jetzt der Baumodus, okay. Stein, Torf und rote Blume. Ach, das ist der Briefkasten. Schlecht. Den Inquisitor. Na, dann gucken wir mal, was hier so alles rumliegt. Können wir hier einen Stein aufheben? Y. Auch eine Spitzhacke. Okay, haben wir da nicht eine im Inventar gehabt? Nee, wo waren denn die? Gut, gehen wir erstmal weiter. Was können wir denn hier so sammeln?
Holz, dachte ich, könnte ich jetzt hier sammeln, aber nein. Ach, hier ist noch wieder Feuerbestattungsort. Guck mal an, was das alles hier eben tut. Da komme ich aber nicht raus. Okay. Aha, jetzt fangen wir an zu sammeln. Y gedrückt halten. Flop. Haben wir schon. Mehr gibt es da nicht. Hier auch nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Was ist denn hier noch? Beeren. Aha. Dann sammeln wir mal ein paar Beeren. Ja, weiter gibt's hier nichts. Was auch immer ich da jetzt gemacht habe, es hat irgendwas gebracht. Gelbe Blume, da sind wir doch schon mal weiter. So. Rote Blume, na, das ist immer wunderbar. Diese Farbenpracht in meinem Inventar. Aha. So, hier kann man sich jetzt also erstmal alles Mögliche sammeln. Was ist das jetzt? Holzstöckchen, na, guck mal, da kommen wir doch der Sache schon näher. Noch mehr. Gesperrt. Ich hätte jetzt gedacht, gelb. Jetzt haben wir die weiße. Ja. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Ich verrate es keinem. Fette gelbe Blume. Beeren. Hohoho. Stöckchen. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ja. Brauche eine Technologie. Da komme ich also nicht runter hier. Ne? Oh.
Vater wird böse. Entschuldigt, ich glaube, es hat gerade geklingelt. Mit dem Kopfhörer kann man das schlecht hören. Ja, kommt nichts mehr. Gut. Ja. Ich denke mal, wir haben auch gesehen, was wir sehen wollten. Ich zumindest und du wahrscheinlich auch. Ja, das ist ja ganz interessant. So alles gemacht und vor allen Dingen, das geht voran. Man lernt alles so nach und nach. Nicht schlecht. Ne? Graveyard Keeper ist auch derzeit bei Steam im Angebot, also am 1.11.2020. Jo, wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Noch mehr natürlich über ein Abo. Und wenn du beim nächsten Video auch wieder dabei bist, bis dahin, bleib gesund. Tschüss.